Moin, moin, ihr Lieben. Heute möchte ich euch meine Neuzugänge aus dem März und aus dem April zeigen. Also alles, was an Büchern so bei mir eingezogen ist in diesen beiden Monaten. Zunächst fangen wir mit dem März an. Da sind 11 Bücher bei mir eingezogen. Hat zunächst auch den Grund, weil ein Tauschpaket bei mir eingezogen ist von der lieben Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff. Diese Bücher habe ich euch ja in einem Unpacking schon gezeigt. Deswegen der Vollständigkeit halber möchte ich euch die nur kurz in die Kamera halten. Da war auf jeden Fall der Absturz des Himmels dabei. Ich musste kurz überlegen, weil dieses Buch habe ich nicht mehr hier liegen. Der Absturz des Himmels von Reinhold Messner. Das ist ein Bergsteiger-Erfahrungsbericht, wo es darum ging, die Erstbesteigung des Matterhorns zu beschreiben. Ich blende euch hier dann irgendwo das Cover kurz ein. Genau, und dann gab es noch 5 andere, die bei mir eingezogen sind aus dem Tauschpaket. Und zwar einmal dieses wunderschöne Kinderbuch, Die Duftapotheke, ein Geheimnis liegt in der Luft von Anna Ruhe. Das habe ich auch bereits gelesen und für sehr zauberhaft und geheimnisvoll gehalten. Und dann war dabei diese wunderschöne Ausgabe von Für jede Lösung ein Problem von Kerstin Gier, ein Frauen-Chicklit-Roman, der mir leider gar nicht gefallen hat, obwohl ich die Aufmachung und die Idee echt super fand. Dann ein Klassiker, Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde in dieser schönen gebundenen Anaconda-Ausgabe. Und schließlich noch 2 High-Fantasy-Titel, einmal von F.I. Thomas oder auch Thomas Finn. Glühender Zorn, Krieg der Drachen 1, das ist ein Zweiteiler und hier eben der erste Teil, handelt halt auch von Drachen, da freue ich mich schon sehr drauf. Und schlussendlich noch Tarian, Sohn des Fluchbringers von Bernd Perpies. Ja, das war das Tauschpaket von Jenny. Wenn ihr ein bisschen mehr über den Inhalt wissen möchtet, dann schaut entweder mal beim Unpacking vorbei oder bei meinem Lesemonat, bei meinem letzten, weil da habe ich da auch einige schon für euch drüber erzählt. Und zwar eben die Duftapotheke, Für jede Lösung ein Problem und Der Absturz des Himmels habe ich bereits gelesen. Dann habe ich hier noch 3 weitere Bücher, die ihr schon gesehen habt. Und zwar habe ich da Rezensionen zugedreht. Einmal ist man natürlich der neue Walter Mörs bei mir eingezogen, ist ja ganz klar. Habe ich auch sofort gelesen, als es hier bei mir eingezogen ist und habe euch dann auch eine Rezension zu abgedreht. Ja, kommen wieder nach Buchheim und treffen die Buchlinge wieder. Wenn ihr wissen wollt, wie es mir gefallen hat und um was es überhaupt geht, dann schaut gerne in die Rezension rein, denn auch die werde ich verlinken. Und was ich auch schon rezensiert und hochgeladen habe, ist mein erster fester Horrorroman, Irre Seelen von Graham Masterton. Hier steht Thriller drauf, ist aber auf jeden Fall Horror, eine Haunted-House-Geschichte, die in einem, in einer verlassenen alten Heilanstalt spielt, die natürlich nur scheinbar verlassen ist. Irgendwas scheint da doch noch zu leben in diesem Haus oder ja, mehr oder weniger zu leben. Ja, wenn euch das interessiert, auch hier könnt ihr entweder in die Rezension reingucken oder in meinem kommenden Lesemonat, Lesemonat April. Da werde ich natürlich auch noch mal kurz darüber sprechen, wenn ihr jetzt nicht so gerne Rezensionen guckt. Und auch das Weitere kennt ihr schon und dann kommen wir endlich zu den Unbekannten, die ich noch nicht in die Kamera gehalten habe. Und zwar ist das The Ending von Ian Reid, Du wirst dich fürchten und du wirst nicht wissen, warum. Ein Psychothriller. Davon habe ich auch schon in meinem letzten Lesemonat gesprochen und das war wirklich ein Highlight. Ein wirklich sehr, sehr besonderer Psychothriller, der sehr, sehr klug eine Geschichte spinnt und wirklich mit dem Leser spielt. Es passiert
nicht viel Grausames, sondern es passiert durch die Atmosphäre wirklich sehr, sehr viel im Kopf des Lesers. Und das Ende ist einfach der Knaller. Und man kann dazu nicht viel sagen, außer dass ein Pärchen das erste Mal zu den Eltern von dem jungen Mann fährt und die junge Frau irgendwie Gedanken hat, eventuell Schluss zu machen und ja ihren Freund auch noch nicht erzählt hat, dass sie irgendwie einen Stalker hat, der sie dauernd anruft. Und das ist alles schon so beklemmend, aber man weiß nicht genau, worauf das hinausläuft und man weiß es sehr, sehr lange nicht und man rätselt sehr, sehr lange mit. Und ich fand es wirklich sehr, sehr erfrischend. Natürlich hat es manchmal so ein bisschen Knoten im Kopf gegeben, weil es wirklich sehr, sehr psychologisch verstrickt war. Aber ich kann es wirklich empfehlen. Und ich habe zum Beispiel auch von der lieben Ruth gehört, vom Kanal Zwischen 1000 Zeilen, dass sie das auch gerade zu Ende gehört hat, weil ich hatte ihr es empfohlen unter einem ihrer Videos, wo sie danach gefragt hat, nach Psychothriller-Empfehlungen. Und ja, scheinbar hat es ihr sehr gut gefallen und ich freue mich schon auf ihre Besprechung. So, jetzt kann es aber wirklich endlich losgehen mit den Büchern, die ihr noch gar nicht in meinen Videos gesehen habt und wo ich mich natürlich auch sehr drauf freue, sie euch zu zeigen. Zum einen ist hier bei mir was sehr überraschend ein kleines Päckchen angekommen und zwar von der lieben Julia vom Kanal Leseritter. Von ihr habe ich auch schon öfter gesprochen und sie liest ja auch sehr, sehr gerne und sehr viel High Fantasy und wir hatten uns auch mal ein bisschen drüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob wir uns direkt darüber unterhalten haben, aber ich hatte öfter ja mal erwähnt, dass ich nicht so der Markus-Heitz-Fan bin oder dass mich seine Bücher irgendwie nicht so vollends reizen, obwohl ja sehr, sehr viele davon schwärmen und gerade als Fantasy-Leserin, High-Fantasy-Leserin wollte ich das schon irgendwie mal ausprobieren, aber so richtig gereizt hat es mich nicht und wahrscheinlich auch, weil er mir als Person nicht so richtig sympathisch ist, obwohl das ja nichts heißen muss. Und ich kenne ihn ja auch gar nicht, also kann ich mir überhaupt auch keine Meinung erlauben, ob ein sympathischer Mann ist oder nicht. Jedenfalls, wovon wem spreche ich? Ich spreche von Markus Heitz. Und sie hatte von dieser Reihe so sehr geschwärmt und sie hatte wohl den ersten Band doppelt. Und zwar ist das die Uldart-Reihe, Die dunkle Zeit, Schatten über Uldart. Ich bin da überhaupt nicht drin und weiß gar nicht, um was es geht. Ich weiß nur, dass sie da sehr von geschwärmt hat und dass der Protagonist wohl sich sehr wandelt. Und weil ich jetzt nicht genau weiß, worum es ging oder geht, möchte ich euch einmal den Klappentext vorlesen. Wird die dunkle Zeit zurückkehren? Kurz vor seinem Tod prophezeit ein Mönch, dass die dunkle Zeit den Kontinent Uldart erneut mit Leid und Zerstörung überrollen werde. Der verwöhnte Prinz Lothric wird unterdessen in die Provinz gesandt, um die Stelle des Statthalters einzunehmen. Noch ahnt Lothric nicht, dass er das Schicksal seiner Welt entscheiden wird, denn die dunkle Zeit droht zurückzukehren und er wird der Retter oder Zerstörer Uldart sein. Der Auftakt zum sensationellen Epos Uldart, die dunkle Zeit, ausgezeichnet mit dem Deutschen Fantastikpreis. Ja, also, das ist auf jeden Fall eins von Heitz' erfolgreichsten Reihen. Und ich werde einfach mal den ersten Band ausprobieren und mal schauen, ob der Schriftsteller oder seine Romane auf jeden Fall was für mich sind. Und ja, vielen lieben Dank, liebe Julia. Sie hatte mir ja auch hier ein kleines Zettelchen draufgeklebt, eine Empfehlung zum Ausprobieren. Und das fand ich ganz lieb. Und sie hatte mir halt von dem Protagonisten vorgeschwärmt, dass der halt gar nicht so sympathisch rüberkommt und auch einfach, wie das hier auch hier schon so steht, sehr verwöhnt ist und sich dann aber eine Wandlung durchmacht und die auch gar nicht so holterdiepolter geht. Also so würde ich das jetzt befürchten, dass er auf einmal zum glänzenden, strahlenden Held wird, wo er erst der verwöhnte Nichtskönner war. Aber wenn das so langsam und stetig geht, finde ich das auch eine ganz coole Sache. So, die nächsten beiden Bücher sind von der gleichen Autorin. Ist gar nicht so sehr in meiner Komfortzone, weil das weder Horror noch High Fantasy noch Kinderbücher sind.
noch irgendwelche Thriller. Aber es ist was sehr, sehr Spezielles, was ich sehr gerne mal ausprobieren wollte. Ich gucke ja sehr gerne die Book Friends Forever. Und die liebe Maike und die liebe Anja, die haben von der Autorin auch schon einiges gelesen. Und damit haben sie mich einfach angesprochen. Und zwar rede ich von Amélie Nothomb. Und sie bringt immer sehr, sehr kurze Romane raus, die wohl sehr skurril sein sollen. Und halt auch das Ende soll immer sehr interessant und Wendungen haben und einen Aha-Effekt geben. Und ja, also auch immer psychologisch gestrickt, immer ein bisschen überzogen, ein bisschen sehr skurril. Aber genau das hat mich irgendwie auch angesprochen. Ich kannte die Dame immer vom Namen und mir ist die auch immer wieder ein Begriff gewesen. Aber ich habe wirklich vorher nichts von ihr gelesen und es hat mich auch überhaupt nicht angesprochen. Liegt wahrscheinlich auch da dran, dass sie im Diogenes Verlag erscheint und die Cover, die sprechen mich null an. Es gibt ja welche, die Diogenes Bücher sammeln, dass sie sie gerne haben, dass es alles weiß ist. Ich zeige euch einmal die beiden, die ich mir ausgesucht habe. Ich finde die grausam. Ich finde wirklich optisch geben mir die überhaupt nichts. Ich habe die jetzt auch nicht neuwertig erstanden, sondern gebraucht gekauft. Und ja, insgesamt für 10 Euro, also jeweils 5 Euro, weil ich wollte für ein so kleines Büchlein, die sind immer so 120 Seiten lang, keine 22 Euro ausgeben. Und ja, deswegen habe ich sie gebraucht gekauft und ich habe sie jetzt auch gebunden geholt, weil Taschenbücher dann ja sehr, sehr schnell abgegriffen aussehen. Und ja, wie gesagt, ich mag, also ich habe nichts gegen schlichte Cover, aber ich finde es schön, wenn ein Buch sich von anderen abhebt. Und bei Diogenes sehen sie ja nun wirklich alle gleich aus, nur das Bildchen vorne drauf, das macht so ein bisschen das Bild aus, natürlich der Titel, der Autor. Aber ich finde die, ja, die Bilder vorne auch drauf immer nicht so schön. Naja, aber was ich da entdeckt habe, ist, dass die unter dem Schutzumschlag total schön sind. Und wenn die mir jetzt sehr gut gefallen und ich wirklich mehrere von der Dame lesen werde, dann könnte ich mir vorstellen, sie ja ohne Schutzumschlag ins Regal zu stellen. Und zwar sind sie unter dem Schutzumschlag leinengebunden. Und in ja immer so schönen Farben. Und hier haben sie an der Seite dann auch noch so eine Goldprägung, was ich sehr, sehr schön finde. Das ist jetzt ein dunkles Lila. Ich weiß nicht, ob man das ganz gut erkennen kann. Sieht jetzt eher, ja, jetzt bei mir im Bildschirm irgendwie nur dunkelblau aus. Aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes dunkles Lila, was ja auch hier zum Cover passt. Das finde ich wieder irgendwie interessant. Und dieses hier hat einen sehr, sehr schönen warmen Orangeton. Auch wieder hier sehr, sehr schön mit diesem Gold auf Schwarz abgesetzt. Und das finde ich wieder sieht toll aus. Ja, was mich jetzt hier stört, ist, dass das Schwarze nicht immer gleich lang an ist. Aber gut, damit muss ich dann wohl leben. Aber wenn man jetzt hiervon immer mehr sammeln würde, dann könnte ich es mir gut vorstellen. Ja, also das erstmal zur Optik und zur Aufmachung. Ja, da sind die Geschmäcker nun mal verschieden und ich mag es gerne, wenn Bücher sich von anderen absetzen und ich mag die Aufmachung von Diogenes Verlag einfach leider nicht. Okay, aber worum geht es überhaupt bei den Büchern? Blaubart von Amélie Nothomb habe ich bereits gelesen. Hier geht es, oder es ist eigentlich eine Märchenadaption zu dem gleichnamigen Märchen, was ja alleine schon eine sehr, sehr, ein sehr düsteres Märchen ist. Und ich hatte da bei Reckless von Cornelia Funke gab es ja auch so einen kleinen Blaubart-Moment und auch da hat mir das sehr schon sehr gut gefallen. Ich weiß ja, dass es hier jetzt nicht irgendwas Übersinnliches gibt, sondern das eigentlich schon realistisch ist, aber halt sehr überzogen und skurril. Und hier gibt es eine junge Dame, die eine neue Wohnung sucht und bei einem Herrn zur Untermiete
bald wohnt. Also sie musste sich da tatsächlich vorstellen und bewerben. Und es gab sehr, sehr viele Frauen, die unbedingt dort mal ja, sich vorstellen wollten. Aber sie wird tatsächlich ausgewählt. Aber dieser Mann hat wohl einen sehr, sehr zweifelhaften Ruf, denn alle Damen, die vorher da gewohnt haben, sind verschwunden. Und er ist auch eine sehr seltsame Erscheinung. Er geht nicht vor die Tür. Er erzählt ihr seltsame Dinge und er ist überhaupt ja, teilweise irgendwie anziehend durch seinen sehr intellektuellen Gesprächsstil, aber andererseits auch sehr, sehr abschreckend und seltsam. Und er hat halt ein Geheimnis und ja, eine Tür, die verschlossen ist, die soll sie nicht öffnen und sie möchte sich ihm nicht hingeben und sie möchte sich ihm wehren, aber möchte auch nicht ausziehen, weil die Wohnung einfach wunderbar ist und Luxus und er bekocht sie. Und ja, ist die Frage, ob sie nicht doch irgendwann einknickt oder ob sie standhaft bleibt und sein Geheimnis auch rausbekommt. Ja, das habe ich schon gelesen und es lässt sich auch sehr, sehr schnell lesen, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also der Schreibstil ist wirklich sehr einfach. Und die Seiten sind sehr ja, groß bedruckt und es ist sehr, sehr viel Dialog. Aber mehr denn im Lesemonat. Also hier ist ja nur Neuzugänge, ich will jetzt gar nicht so viel darüber sprechen. Aber ich weiß auch noch gar nicht, wie mein Urteil ausfällt, ob ich es jetzt gut gefunden habe oder ob ich es jetzt so lala fand. Naja, und im Namen des Lexikons habe ich noch nicht gelesen. Ich weiß aber von der Anja und der lieben Maike, dass ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das nur Anja gelesen hat oder Maike auch schon. Jedenfalls fand sie das bisher, glaube ich, am besten und oder eines davon, was ihr sehr gut gefallen hat. Und da hoffe ich, dass mir das vielleicht auch noch ein Ticken besser gefällt als Blaubart. Blaubart hat sie, glaube ich, auch gelesen, fand sie okay. Aber mich hat das gerade mit diesem düsteren Märchen halt angesprochen, dass es da so eine Querverbindung gibt. So, jetzt wollen wir mal gucken, worum geht's hier? Name ist Schicksal. Davon ist Lucette überzeugt, als sie ein Kind erwartet. Diesem Kind soll ein aufregendes Leben vergönnt sein. Deshalb entscheidet Lucette sich für die totale Extravaganz für einen Namen, den sie in einem Lexikon des 19. Jahrhunderts gefunden hat. Sie nennt ihr Kind Plektrüd. Plektrüd. Ja, wild, komisch und poetisch, was in diesem Hirn steckt. Ein fantastisches, verrücktes Buch, eine aberwitzige Sozialsatire. Ja, ich glaube, das kann man unter vielen Büchern schreiben, die Amélie Nothomb geschrieben hat, dass sie alle so ein bisschen verrückt sind, ein bisschen fantastisch, ein bisschen aberwitzig und dass da immer so ein bisschen Sozialkritik mit drin steckt. Und ja, ja, dieses Thema von Namen, was bewirken Namen, finde ich ja eh interessant. Und auch wenn ich jetzt Plektrüd, ich bin ja jetzt auch nicht so der Frankreich-Fan oder von der Sprache Französisch, das war auf jeden Fall ist schon immer ein bisschen problematisch, wenn ich französische, auch wenn sie übersetzt sind, Bücher lese. Aber das Thema hat mich auf jeden Fall sehr angesprochen und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob mir das noch ein bisschen besser gefällt als Blaubart. Und danach werde ich dann auch entscheiden, ob ich denn noch eins von ihr lesen möchte, ob ich ihre Bücher sozusagen sammeln möchte. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht auch schon was von Amélie Nothomb gelesen habt, ob ihr von ihr begeistert seid oder ob das überhaupt nichts für euch ist und ob ihr mir vielleicht noch ein anderes empfehlen könnt oder was ihr zu der Auswahl jetzt sagt, die ich hier getroffen habe. Ja, das nächste Buch, der nächste Neuzugang ist ein wirklicher Schatz, ein wirklicher optischer Schatz, den ja, der meine Wohnung nicht mehr verlassen wird, außer ich ziehe um. Aber ja, das ist mir einfach zu anfällig für Flecken. Und zwar ist das Der geheime Garten von Frances Hodgson Burnett, prachtvoll illustriert von Mina Lima. Ja, diese Ausgaben finde ich so, so schön. Das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile die vierte oder fünfte Ausgabe aus dem Koppenrad Verlag.
Und diese Ausgabe wurde mir zur Verfügung gestellt als Rezensionsexemplar. Und dazu kommt demnach auch noch eine Rezension, die ich euch demnächst hochladen werde, denn ich habe dieses Buch nochmal gelesen. Nochmal, weil ich dieses Buch schon in einer anderen Ausgabe da habe. Aber ich wollte es natürlich in dieser wunderschönen Ausgabe nochmal lesen, weil es eben nicht nur von außen so wunderschön ist, sondern auch innen wunderbar illustriert ist. Jede Seite ist individuell gestaltet. Es gibt Illustrationen. Und was das Besondere ist, ihr seht, hier gibt es immer so Extras, Klappen oder Drehscheiben, immer so kleine Gimmicks, wo man so ein bisschen interaktiv mit dem Buch agieren kann. Und das werde ich euch dann in der Rezension ein bisschen genauer vorstellen. Aber ich finde diese Ausgabe einfach wunderschön mit diesen mit der goldenen Schrift, mit den vielen Details und die Farbe auch. Ich bin einfach ein totaler Gelb-Fan und ich werde auf jeden Fall die anderen Versionen, wollte ich gerade schon sagen, die anderen Ausgaben anderer Klassiker auf jeden Fall haben wollen. Also die stehen schon länger auf meiner Wunschliste. Die Schöne und das Biest, Dschungelbuch, Peter Pan und jetzt glaube ich auch ganz neu mit diesem hier zusammen ist die kleine Meerjungfrau und andere Märchen von Christian Andersen. Also besonders das Dschungelbuch und die Schöne und das Biest und Peter Pan, da bin ich auf jeden Fall noch hinterher. Und wie wunderschön die nebeneinander aussehen werden. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch das Dickste. Allerdings sind die sehr anfällig, wirklich für, obwohl ich die wirklich nur hier zu Hause gelesen habe, habe ich das Gefühl, dass schon einiges angestoßen ist. Und ja, das möchte ich nicht. Deswegen legen wir es hier jetzt ganz vorsichtig hin. In der Geheime Garten geht es um ein Mädchen, was in Indien aufgewachsen ist. Und sie ist ein sehr, sehr verzogenes und verwöhntes Mädchen. Allerdings auch ein Mädchen, das einem schon irgendwie leid tun kann, weil ihre Eltern kümmern sich gar nicht um sie. Die gehen einfach ihre eigenen Wege. Und sie wird nur von einer Kinderfrau aufgezogen, die ihr alle Wünsche von den Lippen abliest. Aber so eine richtige soziale Bindung ist da nicht. Und sie ist wirklich auch ein ziemliches Biest und sehr von oben herab und behandelt ihre Diener, ja. Ja, wirklich unter aller Sau, könnte man sagen. Und nun sterben aber ihre Eltern und sie kommt bei ihrem Onkel in England unter, in einem Moor, in einem Anwesen und einem großen Haus mit ganz vielen Zimmern und Türen. Und auch dort wird sie wieder ja, alleine sein müssen, weil ihr Onkel immer sehr viel unterwegs ist und sie bekommt kein Kindermädchen, keine Lehrerin, keine Spielgefährten, nur einige Hausdiener, die so ein bisschen natürlich sie verpflegen. Aber sie wird dann nicht mehr verhätschelt und sie muss jetzt selber klarkommen und selbstständig werden. Und sie macht jetzt halt Erkundungstouren durch das Haus und auf jeden Fall den Garten guckt sich an. Und es gibt halt ein Gerücht, dass es in diesem Garten einen geheimen Garten gibt, der irgendwo versteckt ist von der alten verstorbenen Hausdame. Und auf den macht sie nicht natürlich auf den Weg zu suchen. Und ich finde diese Entwicklung und die Aussage hinter diesem Buch und die Entwicklung besonders von diesem Mädchen und von anderen Figuren in dem Buch einfach so wunderschön. Es hat mir sehr gut gefallen. Ja, aber das ist jetzt auch schon wieder sehr, sehr ausführlich. Ihr werdet dann ja in der Rezension ein bisschen mehr darüber hören und im Lesemonat April. Ja, auch noch ein Rezensionsexemplar und das habe ich ebenfalls bei der lieben Maike und bei der lieben Anja entdeckt auf dem Kanal. Und auch hier eigentlich gar nicht so mein Beuteschema, obwohl mittlerweile vielleicht schon diese Thematik oder der Schauplatz ist schon meins. Und zwar dreht es sich um Herz auf Eis von Isabelle Autissier. Keine Ahnung, ob man sie so ausspricht. Ich finde ja schon das Cover wunder, wunderschön. Passt jetzt nicht so richtig in den Sommer. Aber da ich ja im Moment so total auf Abenteuer, Berichte, Bergsteigen, halt im Eis und an den Polen, halt darauf irgendwie aus bin, hat mich das Ganze angesprochen. Hier ist es allerdings kein Abenteuerbericht, sondern ein Roman. Und hier geht es um ein Pärchen,
das nochmal das wahre Leben spüren möchte und der Routine des Pariser Alltags entfliehen möchte. Und sie erfüllen sich daher einen schon lang gehegten Traum, die Welt zu umsegeln. Allerdings stranden die beiden auf einer Insel und aus dem Abenteuer des jungen Paars wird ein existenzieller Kampf ums Überleben, aber auch um ihre Menschlichkeit und ihre Liebe. Ja, und Anja und Maike haben da sehr von geschwärmt. Und ja, wie man das hier sieht, scheint es auf der Insel jetzt auch ein bisschen eisiger zuzugehen. Und auch das soll sehr psychologisch sein, wie das hier hinten auch drauf steht, über Menschlichkeit, über Liebe, so also ein bisschen zwischenmenschlich, was da abläuft. Aber auch hört sich irgendwie auch so ein bisschen abenteuerlich an. Ist auch nur so ein kleines Büchlein. Hierzu wird es natürlich auch eine Rezension geben. Wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten gelesen und ich freue mich da schon drauf, auch wenn ja, es eigentlich jetzt Sommer ist und so langsam der, oder was heißt Sommer, es ist Frühling und so langsam die Temperaturen auch steigen. Aber vielleicht kann mich das Buch ein bisschen abkühlen. Und jetzt sind noch zwei Bücher bei mir eingezogen, und zwar beide vom Fischer Tor Verlag, sind also zwei fantastische Bücher, die mich bei den Neuheiten, die ich euch vorgestellt habe, aus dem ersten Halbjahr 2019, fantastische Neuzugänge habe ich, oder Neuheiten habe ich euch ja vorgestellt, und da haben mich die beiden sehr angesprochen und die habe ich jetzt angefragt. Zum einen ist das die Töchter von Ilian von Jenny Mainujin. Jenny Mainujin hat ja schon einiges geschrieben im Fantasy-Bereich, eigentlich aber eher in Richtung Jugend- und Kinderbuch. Und damals habe ich das sehr, sehr gern gelesen. Es waren auch immer sehr viele Einzelbände dabei. Aber jetzt ist sie halt auch älter geworden und wächst sozusagen mit ihrer Zielgruppe mit und hat jetzt einen ja, Fantasy, High-Fantasy-Roman für Erwachsene geschrieben. Erstmal finde ich den wunderschön und ich finde, es hört sich auch toll an. Es geht nämlich um vier magische Artefakte, die wohl ihre magischen Fähigkeiten erhöhen, wenn man diese verschenkt. Aber wenn die an sich gerissen werden, dann werden die wohl irgendwie, verlieren sie wohl ihre magischen Fähigkeiten oder ihre Kräfte. Das ist vielleicht so ein Schutzmechanismus. Und zwar ist das ein Becher, um die Vergangenheit zu bewahren, eine Flöte, um mit Tieren zu sprechen, ein Spiegel, um sich selbst zu erkennen und eine Sternenscheibe, um die Zukunft zu sehen. Ja, und diese Artefakte sind jetzt aber verschollen und die weisen Frauen, die eigentlich damit regiert haben, sind in die Wälder geflohen und jetzt gibt es nur Kriegsfürsten, die über Menschen, Zwerge und Elfen herrschen und die Zeit ist gekommen, dass die Töchter aller Völker sich erheben, um die Macht zurückzugewinnen. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe schon von der lieben Isa von Erzwonk gehört, dass sie dieses Buch sehr mochte und ja, ich freue mich drauf. Und sie hatte aber schon angedeutet, dass es eventuell eine Fortsetzung gibt. Ich hatte ja irgendwie gehofft, dass es vielleicht mal wieder ein Einzelband ist. Ich habe nichts gegen Reihen, aber ja, man hat schon so viele angefangene Reihen und irgendwie finde ich es erfrischend, auch mal ein Einzelband zu haben. Und er hat ja auch einen Umfang, wo man auf jeden Fall eine epische Fantasy-Welt erschaffen kann und auch irgendwie abschließen kann. Aber wir werden mal sehen, wie das Ganze ausgeht und ich freue mich da sehr drauf. Und das letzte Buch für diesen Haul beziehungsweise für das Neuzugänge-Video ist Der Atem einer anderen Welt von Seanan Maguire. Dieses Buch besteht im Grunde aus drei Teilen. Das sind nämlich drei, eigentlich ist das eine Reihe und die ersten drei Teile sind hier eben in einem eingefasst. Es gibt mittlerweile im Originalen, also im Englischen, bereits schon einen vierten Band. Der ist jetzt hier noch nicht mit drin. Ich weiß nicht, ob da noch mehr Bände kommen werden, ob da vielleicht insgesamt sechs kommen. Dann könnte man natürlich noch die nächsten drei dann in einen weiteren Teil zusammenfassen im Deutschen. Mich hatte das zunächst einmal total angesprochen von der Idee her, aber abgeschreckt, dass es nur so kurze Bändchen sein sollen, die dann so in sich abgeschlossen sind. Und da hatte ich befürchtet, dass das nicht so richtig
ja, eine richtige tolle Welt erschaffen kann und dass dann noch so viele Fragen offen bleiben und ja, dass es nur so angerissen wird. Aber es haben so viele davon geschwärmt und besonders halt, also ich glaube, ich habe einmal die liebe Steffi davon reden hören, dass sie das gut fand. Sie hatte allerdings auch ein paar Kritikpunkte, aber ihr hat es gut gefallen. Und dann hat die liebe Ruth vom, wie gesagt, habe ich ja schon einmal erwähnt, vom Kanal Zwischen tausend Zeilen immer wieder davon geschwärmt. Und sie hat die Bücher auf Englisch gelesen und mochte sie sehr. Und jetzt möchte ich es auch einfach ausprobieren, weil ich einfach auch die Idee so toll finde. In diesem Buch geht es um ja, Menschen, die in eine fremde Welt schon mal eingetaucht sind, dort eine Zeit lang gelebt haben. Und zwar sowas wie Narnia oder Alice im Wunderland, also einfach Kinder, die durch Pforten in eine andere Welt gelangt sind, nun aber zurück in unserer Welt sind und damit klarkommen müssen, dass ihnen keiner glaubt und dass sie vielleicht lieber da gewesen wären oder geblieben wären oder was da eben alles passiert ist, dass sie das ja, verkraften müssen und ja, sie haben halt einfach irgendwie so den Platz in unserer Welt verloren und sie bekommen jetzt einen neuen Platz und zwar in so eine Art Internat. Auf jeden Fall ist das so eine Art ja, Haus, wo die, all diese Kinder halt zusammenkommen und ihnen ein neues Zuhause gegeben wird, weil ich glaube, diejenige, die das gegründet hat, dieses Haus, der ist Ähnliches widerfahren. Und in den verschiedenen Bänden erfahren wir halt von verschiedenen Protagonisten, die halt in verschiedenen Welten waren. Ja, also diese Idee finde ich einfach toll. Ich mag auch das Cover, dass hier ein Tor ist, sozusagen symbolisch für ein Tor zu einer anderen Welt. Und auch den Titel mag ich, Der Atem einer anderen Welt. Hat auch wohl mehrere Auszeichnungen bekommen. Und wie gesagt, schwärmen da einige von. Und deswegen möchte ich das ausprobieren. Das werde ich wahrscheinlich in einer Leserunde zusammenlesen. Zusätzlich sind ganz tolle, ich weiß nicht, ob das Fanart ist, jedenfalls vom Verlag sind so ein paar Illustrationen noch eingetroffen als Postkarten. Manche sind jetzt nicht ganz meins. Aber das hier zum Beispiel finde ich irgendwie schön. Ist so ein bisschen so ein kleiner Alice im Wunderland-Moment. Also ich weiß ja noch nicht genau, was das alles zu bedeuten hat. Aber werde ich vielleicht dann herausfinden. Ja, fand ich irgendwie eine schöne Sache, dass ich dazu ein paar Illustrationen habe. Ich weiß gar nicht, ob das Buch innen drin illustriert ist, ob das die gleichen sind, aber ich glaube nicht. Naja, das waren jetzt meine Neuzugänge. Also es waren einige, aber einige hattet ihr ja schon gesehen, aber ich mag das immer, wenn das komplett ist und vollständig, dass man da einen Überblick hat. Und ich freue mich auf viele Bücher, die ich noch ja, entdecken kann. Und einige werdet ihr dann ja schon im Lesemonat April wiedersehen. Und dann werde ich euch meine Meinung dazu nochmal kundtun. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr davon irgendwas gelesen habt. Besonders interessieren würde mich ja auf jeden Fall Amelie Nothomb, ob ihr davon schon irgendwas gelesen habt. Aber auch von allen anderen Büchern. Also da schließe ich gar nichts aus oder stelle irgendwas voran, weil ich finde das immer toll, wenn man etwas hört zu Büchern, natürlich spoilerfrei, das ist klar. Aber das gibt einem dann noch mehr Lust, diese Bücher lesen zu wollen, wenn da etwas Positives ist. Aber auch wenn etwas Negatives ist, das macht dann ja auch neugierig. Und ja, man macht sich dann ja doch einfach seine ja, eigene Meinung. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, euch eine wunderschöne, lesereiche Zeit zu wünschen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.